In der Prozessmanagement-Software Enace haben Sie die Möglichkeit, Ihre Prozesse auf unterschiedliche Weisen zu modellieren. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihre Unternehmensprozesse tabellarisch auch ohne Modelliererkenntnisse modellieren können. Um mit der tabellarischen Modellierung zu starten, können Sie entweder einen schon vorhandenen Prozess im Portal öffnen oder Sie legen über die Startseite einen neuen an. Klicken Sie hierfür einfach auf die Kachel BPMN-Diagramm. Geben Sie eine Bezeichnung für Ihren Prozess ein und wählen Sie den Speicherort aus. Per Klick auf Weiter können Sie auswählen, dass Sie direkt mit der tabellarischen Modellierung Ihres Prozesses starten wollen. Ihr Prozess öffnet sich dann direkt in der Smart Model Ansicht. Die Ansicht können Sie über den Button hier oben sehen und umstellen. In der Smart Model Ansicht wird der Prozess in einer Tabelle aufgebaut und das BPMN-Diagramm darunter automatisch passend dazu generiert. Für den Start ist hier schon bereits ein erstes Startereignis angelegt. Darauf aufbauend können Sie in der Tabelle schon direkt mit der Modellierung Ihres Prozesses starten. Um vom Startereignis aus den ersten Prozessschritt anzulegen, öffnen Sie das Kontextmenü am Startereignis und legen Sie eine neue Aufgabe an. Geben Sie die Bezeichnung der Aufgabe ein und bestätigen Sie mit Enter. Die erste Aufgabe wird direkt angelegt und auch im Diagramm gezeichnet. Über das Menü in der unteren Tabellenzeile können Sie ebenfalls neue Prozesselemente anlegen. Diese werden dann immer direkt nach dem zuletzt aufgelisteten Element angelegt. Auf diese Weise können Sie auch weitere Shapes anlegen, wie Ereignisse und Verzweigungen. Um bei einer Verzweigung verschiedene Pfade anzulegen, können Sie wie gewohnt eine Aufgabe von der Verzweigung aus anlegen für den ersten Pfad. Für den zweiten Pfad gehen Sie auf die gleiche Weise vor. Hier können Sie dann im Menü auswählen, ob ein neuer Pfad angelegt werden soll oder das Shape in den vorhandenen Pfad eingefügt werden soll. Bei einem neuen Pfad wird die Aufgabe dann in einem weiteren Pfad von der Verzweigung aus angelegt. Die Pfade werden automatisch als Ja- und Nein-Pfade beschriftet. Danach können Sie wie gewohnt fortfahren. Um ein Shape mit einem bereits angelegten Shape zu verbinden, legen Sie direkt am Shape einen neuen Verbinder an. Im Menü können Sie dann auswählen, zu welchem Shape der Verbinder gezogen werden soll. Der Verbinder wird automatisch gezogen und das Diagramm wird automatisch optimal angeordnet. In der Smart Model Tabelle können Sie auch die Verantwortlichkeiten bestimmen. Dafür stehen die Spalten DB zur Verfügung. Dort können Sie diejenigen eintragen, die für die Durchführung, die Entscheidung, die Beratung und die Information verantwortlich sind. Klicken Sie hierfür einfach in eine Zelle und wählen Sie den oder die entsprechenden Verantwortlichen aus. Je nachdem, welche Swimlane-Einstellung Sie in Ihrem Diagramm gewählt haben, werden die Shapes automatisch in der Swimlane des Verantwortlichen angezeigt. Auf diese Weise können Sie fortfahren, bis Ihr gesamter Prozess fertig modelliert ist. Neugierig geworden? Fordern Sie noch heute eine Testversion an! Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren!